Präsident Obama im ZDF-Interview. Er verspricht angesichts der NSA-Affäre, die Bürgerrechte künftig stärker zu achten. Wir müssen herausfinden, wie wir das so machen können, dass die Privatsphäre des Einzelnen geachtet wird. Gleichzeitig müssen wir klar machen, dass unsere Strafverfolgungsbehörden das tun können, was sie tun müssen und was ihren Aufgaben entspricht. Im Zweifel werden Freiheitsrechte aber eingeschränkt. Das gilt besonders, wenn es um die verfassungsmäßigen Rechte von Journalisten und ihren Quellen geht. Vor 40 Jahren enthüllte die Washington Post den Watergate-Skandal. Leonard Downey war dabei. Seit Nixon, sagt er, habe keine Regierung die Pressefreiheit so missachtet wie die von Obama. Immer wenn ein Beamter Interne an Journalisten weitergibt, die vertraulich bleiben sollen, leitet die Regierung eine Untersuchung ein. 8 Regierungsmitarbeiter, die vertrauliche Informationen an Journalisten weitergaben, wurden nach einem Spionagegesetz von 1917 angeklagt, als ob sie Spione wären. Die Regierung bedroht Journalisten sogar mit Beugehaft, damit sie ihre Quellen verraten. Sie stiftet Regierungsangestellte an, sich gegenseitig zu bespitzeln. Das zeigt dieses offizielle Schulungsvideo. Jemand beobachtet, wie ein Mitarbeiter einem Fremden einen Umschlag überreicht. Der Verdächtige klappt nervös seinen Computer zu, als er angesprochen wird. Im Kollegenkreis sammeln sie Indizien und melden den mutmaßlichen Verräter. Die Botschaft: Denunzianten werden belohnt. Sie haben die Macht, Ihren Arbeitsplatz zu schützen. Wenn Sie etwas Verdächtiges bei Ihren Kollegen entdecken, melden Sie es Ihrem Vorgesetzten. Langjährige Informanten sind verängstigt, trauen sich nicht mehr, mit Journalisten am Telefon zu reden oder per E-Mail zu kommunizieren, weil sie von der Regierung überwacht werden. Auch in Deutschland suchen die Behörden unerbittlich nach Verrätern, wenn etwas aus dem Regierungsapparat durchsickert. BND-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Im Jahr 2007 zitieren Journalisten aus vertraulichen Papieren. Die belegen die Verstrickung deutscher Behörden in die Verschleppung des Bremers Murat Kurnaz nach Guantanamo. Der Ausschussvorsitzende Siegfried Kauder lässt nach dem Informanten im Bundestag fahnden. Erfolglos. Dann nimmt er sich die Journalisten vor, zeigt sie an. Da hat man versucht, Journalisten zu kriminalisieren, einfach mit dem Vorwurf, sie hätten zum Geheimnisverrat angestiftet. Was ein erheblicher Vorwurf ist, wenn dem so wäre, der letztendlich sogar mit Gefängnis bestraft werden kann. Oliver Schröm war damals einer von 17 beschuldigten Journalisten. Gegen sie ermittelte die Staatsanwaltschaft, weil sie das Leck in den Behörden nicht fand. Der Medienrechtler Klaus Rehborg hält ein solches Vorgehen für verfassungswidrig. Denn Journalisten müssen ihre Quellen nicht preisgeben. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt, die Rolle des Journalisten ist eine besondere. Sie ist vom Grundgesetz geschützt und darum muss er auch frei arbeiten können. Deswegen gibt es dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Trotz verbriefter Pressefreiheit ging die Justiz in Sachsen rigoros gegen Journalisten vor. Die Leipziger Reporter Arndt Ginzel und Thomas Datt berichteten über schlampige Ermittlungen im sogenannten Sachsensumpf. Es ging um ein Leipziger Kinderbordell. Hier, so hatten Polizei und Verfassungsschutz ermittelt, sollen sächsische Justizangehörige als Freier minderjährige Mädchen missbraucht haben. Die Mädchen hatten ihre Freier erkannt, sagten aus. Doch die Staatsanwaltschaft hielt die Zeuginnen für unglaubwürdig, verfolgte sie wegen Verleumdung. Als Ginzel und Datt darüber berichteten, ging die Staatsanwaltschaft auch gegen sie vor. Wieder der Vorwurf: Verleumdung. Wir sind uns vorgekommen wie in einem schlechten Film letzten Endes. Wir decken etwas auf, Missstand auf, eine schlampige Ermittlung in dem Fall. Und statt diese Fragen zu hinterfragen, statt zu fragen, wie kann es eigentlich solche unglaublich missglückten Ermittlungen geben, leiten die beiden Staatsanwälte, die wir kritisiert haben,
Verfahren gegen uns ein. Also da denkt man schon, dass man in vordemokratischen Verhältnissen lebt. Ginzel und Datt mussten 5 Jahre vor Gericht kämpfen. Dann wurden sie, wie die Mädchen, freigesprochen. Das Strafverfahren war existenzgefährdend für die Freiberufler. Ich denke, allein der Hinweis, dass gegen Journalist ermittelt wird, stigmatisiert ihn auch gegenüber seinen Quellen. Weil die Quellen können ja dann nicht mehr mit ihm in Kontakt treten, weil sie Angst haben müssen, dass der Journalist abgehört wird und dass sie vielleicht auch dabei auffliegen. Hubert Denk ist freier Journalist in Passau. Er gibt die Internetzeitung Bürgerblick heraus. Ein Tippgeber spielte ihm brisante Justizakten zu. Darin fand Denk Belege für die Parteispende eines Laborarztes an die CSU in Höhe von 20.000 Euro. Eigentlich war brisant, dass gegen den Spender selber ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs lief. Und es durchaus Anhaltspunkte gab, dass diese Spende möglicherweise einen Hintergrund hat. Darüber berichtete Denk im Internet. Gegen den Laborarzt Bernd Schottdorf ermittelt die Justiz jahrelang wegen Abrechnungsbetrugs. Das Verfahren schleppt sich bis heute hin. Der Reporter vermutet einen Zusammenhang mit der Parteispende. Gegen Denk wird die Justiz sofort aktiv. Kaum hatte er über die CSU-Spende berichtet, geriet der Journalist ins Visier der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: Anstiftung zum Geheimnisverrat. Das ist ein riesiger Aufwand von hier. Über 700 Seiten, über 35 Zeugenanvernahmen. Man versuchte, die Quelle zu finden, wo der Journalist diese Belege hier haben könnte. Und hat man sie überführt? Sind da Beweise gefunden? Es ist überhaupt nichts gefunden worden. War auch naheliegend, weil es eben keine gibt. Aber es wurde ja konstruiert. Eine Konstruktion, die das Zeugnisverweigerungsrecht aushebelt. Seit fast 4 Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Reporter Denk. Ein Interview will sie dazu nicht geben. Ich glaube, es ging einzig und allein darum, eben meine Quelle auszuforschen, sprich den Informantenschutz zu knacken und Informanten zu schützen, finde ich, das ist ein hohes Gut, weil wir sonst nie auf wichtige, brisante Informationen kommen würden, die wir Journalisten brauchen. Informanten leben gefährlich. Das erlebte der deutsche EU-Beamte Guido Strack. Er entdeckte Unregelmäßigkeiten in seiner Dienststelle, Geldverschwendung. Das wollte keiner hören. Strack wurde kaltgestellt, quittierte am Ende krank den Dienst. Heute fordert er einen gesetzlichen Schutz für Hinweisgeber, sogenannte Whistleblower. Der Staat muss sich auf die richtige Seite stellen. Er muss gegen Rechtsbrecher vorgehen und nicht diejenigen abstrafen, die auf Rechtsbrüche hinweisen. Auch internationale Gremien fordern seit Jahren einen Hinweisgeberschutz in Deutschland. Erfolglos. Seit 2003 rät die OECD, den Whistleblower-Schutz in Deutschland zu verbessern. Doch nichts passierte. Weiter heißt es: Noch im Sommer 2013 zeigte die Regierungskoalition kein Interesse, den rechtlichen Schutz für Whistleblower zu verbessern. Und auch die neue Regierung macht keine Anstalten, Journalisten und ihre Informanten besser zu schützen. Staatsräson geht vor Pressefreiheit. Yeah.